Litauen ist das geografische Zentrum Europas. Das Land ist überwiegend flach und seenreich. Obwohl die Litauer sehr naturverbunden sind, leben 2/3 der Bevölkerung in Städten. Die nördlich gelegene Stadt Šiauliai hat knapp 150.000 Einwohner. Seit 1991 sind die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen selbstständig. Im Mai 2004 ist Litauen der Europäischen Union beigetreten. Das Land erlebt bis heute ein beispielloses Wirtschaftswachstum. Die Arbeitslosenzahlen sind rückläufig. Die Menschen müssen sich mit einer neuen Konsummentalität auseinandersetzen. In allen Lebensbereichen stehen die Traditionen auf dem Prüfstand. Christoph Hegele lebt mit seiner Frau Antonia und ihren 4 Kindern seit einigen Jahren in Šiauliai. Nach einem ausgiebigen Sprachstudium ist Litauen zur zweiten Heimat der Familie geworden. Als Missionar und Bibelschullehrer der Deutschen Missionsgemeinschaft unterstützt er die freie evangelische Gemeinde vor Ort. Also meine Aufgaben sind hier sehr vielfältig. Man könnte sie grundsätzlich in 2 Bereiche einordnen. Eins ist Bibelschularbeit oder Lehrdienst. Und der zweite Bereich ist Gemeindeaufbauarbeit, alles was mit Gemeinde und Gemeindeaufbau zu tun hat. Und im Einzelnen in der Bibelschule bin ich daneben, dass ich Lehrer bin und 7 Fächer unterrichte, auch in der Administration. Ich bin momentan der Rektor der Bibelschule, aber nur vorübergehend, hoffe ich. Ich helfe bei der ganzen Koordinierung, der Finanzierung und habe die Kontakte zu den ausländischen Missionen und Unterstützern, was Bibelschule angeht. Ich merke, dass wir in unseren Gemeinden ein gutes theologisches Fundament brauchen und lernen müssen, wie wir das, was die Bibel sagt, praktisch anwenden können. Ich begann hier zu studieren, weil ich keinerlei theologische Ausbildung hatte. Ich habe mit einer missionarischen Arbeit unter Studenten begonnen und gemerkt, dass mir dazu eine Grundlage fehlt. Einmal im Monat besuchen die Bibelschüler die überkonfessionelle Bibelschule in Šiauliai. Das Studium vermittelt den Studenten die Grundlagen für ihren späteren Dienst. Eine chancenreiche Zukunft sollen auch die Straßenkinder haben, um die sich die Christen hier kümmern. Dieser Club der guten Nachricht ist praktisch so eine Straßenkinderarbeit, wobei Straßenkinder sicher nicht so wie vielleicht in der dritten Welt aussieht. Diese Kinder, die zu uns kommen, die kommen alle aus zerrütteten Familienverhältnissen, aber meistens ist doch wenigstens ein Elternteil noch da. Das heißt, sie haben ein Bett zum Schlafen, sie haben ein Zuhause, wobei es oft aber natürlich bei diesem Zuhause sehr, sehr schwierig aussieht. Aber sie müssen jetzt nicht auf der Straße selbst leben. Aber mehr so diese seelisch zerrütteten Zustände, da wollen wir helfen. Wir laden diese Kinder ein, einmal in der Woche zu uns in die Gruppenstunden zu kommen, bieten auch Freizeiten im Sommer an, auch Ausflüge durch das Jahr durch, weil viele dieser Kinder haben nie die Möglichkeit, hier wegzukommen von dieser Stadt. Keiner zahlt ihnen eine Busfahrt oder so. Und natürlich ist unser erstes Ziel, dass wir diese Kinder mit dem Evangelium bekannt machen und ihnen zeigen durch die Bibelstunden, aber auch durch persönliche Anteilnahme, dass sie geliebt sind, zuerst von uns, aber dann vor allem auch durch Jesus selbst, der sie einlädt zu einem neuen Leben. Früher hatte ich kaum richtige Freunde und jetzt habe ich viele Freunde. Dadurch, dass ich angefangen habe, im Chor zu singen, habe ich viele Freunde gefunden. Mhm.
Es bringt mir etwas, dass ich hier mehr über Gott erfahren kann. Die Gemeinschaft mit den Leuten hat mein Leben verändert. Ich war ein ganz anderer Mensch vorher, ein schrecklicher Mensch. In einer dörflichen Siedlung unweit der Stadt lebt die 20-jährige Alma mit ihren beiden kleinen Kindern und ihrer 17 Jahre alten Schwester Walda. Die elterliche Wohnung haben sie nach deren Tod etwas renoviert. Als Jugendliche hatten sie den christlichen Club der guten Nachricht besucht. Solveiga hat uns damals eingeladen, gemeinsam die Freizeit zu verbringen, einmal in der Woche Bastelarbeiten zu machen und etwas über Gott und Jesus zu hören. Das, was wir dort über Jesus gehört haben, war sehr viel interessanter als im Religionsunterricht in der Schule. Der Glaube an Gott bedeutet für mich, dass es leichter ist zu leben. Ich verarbeite Enttäuschungen besser, weil ich eine Hoffnung habe. Der Berg der Kreuze, wenige Kilometer von Šiauliai entfernt, ist eine Touristenattraktion. 70% der litauischen Bevölkerung sind katholisch. Die Sowjets hatten dieses Wahrzeichen litauischer Religiosität mehrmals zerstört. Menschen brauchen mehr als nur Volksfrömmigkeit. Sie brauchen Rettung aus Sünde und Tod. Sie brauchen ewiges Leben in Christus. Darum ist Mission in Europa auch heute noch wichtig. Missionare mit klaren Standpunkten, wie Christoph Hägele, sind gefragter denn je. Nachfolge Jesu muss praktisch vorgelebt werden, damit Menschen in Europa das Evangelium begreifen.